Der Krieg ging zu Ende. Anscheinend hatten wir gewonnen. Die Zeitungen verkündeten den Sieg. Doch in den ausgemergelten Gesichtern, die durch das jahrelange Leid das Lachen verlernt hatten, sah ich nur Erleichterung. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass Tommy, Clive und all die anderen Gefallenen nicht umsonst gestorben sind. Ich habe es damals nicht erkannt, aber jetzt verstehe ich, dass die ganzen furchtbaren, sinnlos erscheinenden Taten nur schmerzhafte Schritte auf einem notwendigen Weg waren. Und ich sollte nicht lange allein bleiben. Captain John Edwards und ich sind uns in den Ruinen von Berlin näher gekommen, ganz benommen vom plötzlichen Frieden. Zunächst war ich einfach nur glücklich, eine Schulter zum Anlehnen zu haben. Ich denke, ihm ging es genauso. Doch bevor wir wussten, wie uns geschah, waren wir verheiratet und planten unsere gemeinsame Zukunft. Ich bin mir sicher, Tommy wäre darüber glücklich gewesen. Ich glaube, er mochte John auf Anhieb, weil er ihn an Guillaume erinnerte. Eine nüchterne Version von Guillaume vermutlich. Ich vermisse dich, Tommy. Und Clive und Ivana und alle anderen. Vielleicht sollte ich am Ende das Glas ein letztes Mal in Erinnerung an diese furchtbaren Zeiten erheben. Feind in Sicht. Ab in die See.